deine Fragen an Albert und Bo. Oh Leute, hört mal kurz zu, es ist gerade eine Frage reingekommen, die ich eigentlich sogar ziemlich interessant finde. Siehst du? Okay, pass auf. Maxi schreibt bei Facebook, ich komme morgen auf eine neue Schule und habe aber leider keine Markenklamotten. Jetzt lautet meine Frage, bin ich ohne Markenklamotten uncool? Alter, Maxi, wenn du cool sein willst, brauchst du auch einen coolen Style, Mann. Und dann brauchst du auch coole Markenklamotten, Mann. Digga, das ist doch völliger Schwachsinn, Alter. Mein Shirt hier, das hat 9 Euro gekostet und sieht trotzdem cool aus, oder etwa nicht? Geht so. Ach, ihr beiden habt doch eh keine Ahnung, Mann. Ich trage so gut wie nie Markenklamotten und trotzdem klappt's bei mir. Alter, das Einzige, was bei dir klappt, sind die Türen, Mann. Wenn du dich mit einer coolen Mieze triffst, kommst du auf jeden Fall besser, wenn du mit einem freshen Adidas-Shirt antanzt, als mit so einem Putzlappen, wie du gerade trägst, Mann. Du meinst einen selbstgemachten Adidas-Shirt mit 3 Streifen? Hier! Yeah. Okay, Leute, beruhigt doch mal wieder. Immer dieses Ungemecker finde ich wirklich schade. Er hat natürlich recht mit dem, was er sagt. Aber Statistiken zufolge sind Leute mit Markenklamotten natürlich in dieser Gesellschaft wesentlich mehr angesehen. Digga, sei doch mal leise, hör mal ganz kurz zu, das ist doch völliger Schwachsinn. Ich weiß doch früher ganz genau, wie das beim Basketball war. Es war viel cooler, wenn du mit 0 auf 15 Klamotten ankamst und es dann drauf hattest, als wenn du schon mit gleich den voll ganz krassen Basketballklamotten ankamst und dann vielleicht nicht so drauf hattest, weil die Leute schon zu viel von dir erwartet haben. Auch bei Tänzern zum Beispiel. Manche Tänzer ziehen sich zum Beispiel extrem auf Style an. Das ist auch alles cool, sieht auch gut aus. Aber es kommt auch extrem cool, wenn du wirklich so ganz normale Hose, ganz normales 0 auf 15 Shirts an hast und dann auf einmal es richtig drauf hast. Also für mich persönlich ist diese Aussage doch schon ein bisschen weit hergeholt. Und ganz ehrlich, mit Markenklamotten hast du nur Kopfschmerzen. Bestes Beispiel, letztens war ich mit Jessica unterwegs und ich habe mein komplettes T-Shirt mit Hundefutter vollgeschmiert, ey. Das hat mich gar nicht gestört. Jetzt lautet aber die Frage, wie hätte ich denn reagiert, wenn das so ein richtig teures Markenshirt gewesen wäre? Nein, die Frage lautet eher, warum du immer noch mit Jessica ausgehst. Stimmt, und warum sie mit mir, obwohl sie einen Freund hat. Und warum bist du Hundefutter? Leute, ganz ehrlich, es geht doch nicht darum, warum. Ey, ich meine natürlich, ob ich jetzt Hundefutter gegessen habe. Es geht um Markenklamotten. Und jetzt ganz ehrlich, diese Markenklamotten sind für mich jetzt ehrlich schnurzpiep egal. Wieso soll ich denn auf einmal jetzt so fast den 10-fachen Preis für ein T-Shirt zahlen, nur weil da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nike oder Levis oder was weiß ich da irgendwie drauf getackert ist und es wahrscheinlich sogar noch die gleiche Qualität hat? Naja! Okay, ich muss natürlich zugeben, ja, das war doch ein wirklich gutes Argument. Und wenn man mit Leuten rumhängt, die sich wirklich tatsächlich nur auf die Markenklamotten beschränken, sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob man in den falschen Kreisen abhängt. Ey, wow, 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 Leute, Mann, wollt ihr jetzt einfach damit sagen, es ist schlecht, Markenklamotten zu tragen? Und das hat doch gar keiner gesagt, Mann. Es ist doch nicht schlimm, dass du Markenklamotten trägst. Das ist doch ganz allein deine Sache. Ich habe auch irgendwie Ticks, wo auch andere Leute auf jeden Fall sagen, dass es sinnlos ist. Ich finde es einfach nur, dass es Schwachsinn ist, irgendwie Leute jetzt nach den Klamotten zu beurteilen und nur auf die Klamotten zu beschränken. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Ach so. Also Achtung, ja, du lernst immer mehr dazu. Also Leute, merkt euch eins, ob Markenklamotten oder keine Markenklamotten, alle Menschen sind gleich. Mir jedenfalls. Hä? Naja Leute, wie auch immer, ich muss los. Ich muss noch ein bisschen Hundefutter kaufen. Für den Hund. Achso, ja. Stelle deine Fragen an. Hey, Moment mal. Wir haben doch gar keinen Hund. Albert und Bo.